helfen kann, aber in Gedanken bin ich heute bei dir. Lass deinen Ex bloß nicht merken, wie weh er dir getan hat. Ich umarme dich. Danke, liebe Freundin. Ich versuch's. Im Bluffen war ich schon immer ganz gut. Ich werde dir berichten. Bis später. Ja, danke. Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss. Ja, kurz und schmerzlos. Dann haben wir es jetzt wohl hinter uns. Oh weia. Ist das die Schlampe? Rosalie. Das hast du selber zu Tante Maya gesagt. Ist mir doch nur so rausgerutscht. Ja, ich muss dann mal. Mach's gut. Ja, du auch. Also, ihr beide mit dem Baby und so. Viel Glück. Na, meine Süße? Nicht traurig sein, du hast ja uns. Das ist aber sehr lieb. So, jetzt schnell ins Auto. Du musst zur Schule und wir ins Büro. Aber heute Abend schlafe ich bei Maya, ja? Na klar. Du hast es versprochen. Versprochen ist versprochen. Okay. Ist die Post. Okay. Machst du uns einen Kaffee? Ja, klar. Morgen. Morgen. Hier sind die Unterlagen von Billing. Bitte schön. Oh, shit. Ich habe den Termin völlig vergessen. Morgen. Meine Mutter ist mal wieder frisch verliebt. Ja, und? Sie braucht ein bisschen mehr Zeit für sich und Rosalie kann heute Mittag nicht zu ihr. Ich habe Rosalie versprochen, heute Nachmittag mit ihr in den Zoo zu gehen. Verschiebe ich den Termin um ein, zwei Tage bei Belling? Das können wir uns nicht leisten. Also, ich weiß über das Unternehmen nur, dass es Segelflugzeuge baut und sich eine weitere Frist bei der Bank nicht erlauben kann. Das ist Familienbetrieb. Mhm. Verkaufszahlen gehen seit 2 Jahren runter. Und, wann ist der Termin? Übernächsten Montag. Das Unternehmen liegt bei irgendeinem Nest in der Rhön. Na toll, ausgerechnet heute ist mein Auto in der Werkstatt. Du kannst gerne meins haben. Ich nehme einen Bus. Bist ein Schatz. Post von Sphinx. Und? Hat meine Umarmung genützt? Und wie? War aber trotzdem fast das Schlimmste, was ich erlebt habe. Nur Fliegen ist schlimmer. Ist schlimmer. Haha, dazu müsstest du es erstmal ausprobieren. Niemals. Nur über meine Leiche. Weißt du, eigentlich ist es gut, dass es endlich vorbei ist. Wolfgang und ich waren ein wirklich miserables Paar. Kaum noch Gespräche, keine Zärtlichkeiten, von Sex ganz zu schweigen. Dann sei doch froh. Bin ich aber nicht. Na vor. Seit wann hat Parkplatzklau was mit Kindern zu tun? Spätestens seit Kinder in Deutschland Mangelware sind. Los, Kampfi, komm. Und? Entschuldigung, dürfte ich mal bitte? Ja. Können Sie vielleicht mal Ihren Hund zurückholen? Tut mir leid, Entschuldigung. Komm, 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 hier. Es tut mir leid, Winch, hier. Hör auf. Acht! Ich muss gleich wieder in die Firma. Heute kommt der Ratingberater, der uns die Bank aufs Auge gedrückt hat. Vogt und Klöppner haben einen ausgezeichneten Ruf. Ja, bei den Banken. Oh ja, lecker. Schön viel Sahne. Was macht's? 2,80 Euro. Ja. Stimmt so. Hast du recht, mein Großer. Die ist total süß, die Tante, ne? Ja.
Sie mal, sind Sie jetzt völlig übergeschnappt, oder was? Also wenn Sie das nochmal machen, dann zeige ich Sie an. Ich war das nicht. Auch noch feige. Ach, der Herr aus dem fernen Afrika. Hallo, Herr Eckhardt. Mir haben Sie heute schon viel früher erwartet. Ja, die Maschine hatte Verspätung. Ob die Frau Belling jetzt wohl noch Zeit für mich hat? Ich weiß es nicht. Sie erwartet jemanden von der Bank in Frankfurt. War ganz schön nervös, die Chefin, die letzten Tage. Wenn eine Frau schickt, kann es ja nicht so schlimm sein. Ja, wenn Sie sich da mal nicht täuschen, Herr Eckhardt. Zum Büro von Frau Belling? Ich begleite Sie gern. Danke, nicht nötig. Guten Tag, Herr. Ich komme von der Agentur Vogt und Glöckner aus Frankfurt. Ja, ich weiß Bescheid. Die Chefin erwartet Sie schon. Wie ist Sie? Dass die ganzen Leute hier sehr gern für die Frau Belling schaffen. Ich auch. Wir sind eine Family, wie aus dem Bilderbuch. Sage sie das denen bei der Bank. Und das seit über 30 Jahren. So eine lange Fraktion darf die Bank einfach nicht zerstören. Das hat die Chefin nicht verdient. Ja! Frau Glöckner ist da. Bitte Sie rein. Maja Vogt, ich komme in Vertretung von Frau Glöckner. Sie ist leider verhindert. Ah, die Chefin selbst. Freut mich, Frau Vogt. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. Darf ich Ihnen meinen Sohn vorstellen? Finch, komm her. Komm her. Um Gottes Platz. Willen, ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Ich kann mir das gar nicht erklären. Finch ist sonst so brav. Haben Sie vielleicht eine Katze zu Hause? Nein, also normalerweise mögen mich Hunde auch. Mhm. Und ich sie auch, wenn sie gut erzogen sind. Aber Erziehung scheint hier ja wohl ein Problem zu sein. Sie kennen sich bereits? Nicht direkt. Nein, als kennen kann man das wirklich nicht bezeichnen. Eher als eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Thomas Belling. Maja Vogt. Freut mich. Für technische Fragen bin ich Ihr Ansprechpartner. Und falls Finch einen Schaden verursacht hat, dann komme ich natürlich dafür auf. Gut. Ich würde mir gerne erstmal allein einen Überblick verschaffen. Haben Sie vielleicht eine Ecke, in der ich in Ruhe arbeiten kann? Ja, natürlich. Else hat schon alles für Sie vorbereitet. Ah, gut, dass Sie hier sind. Ich komme irgendwie nicht weiter. Nach dem Vermerk für Zertifizierung steht danach immer ein TB. TB? Thomas Belling. Der Junior hat alle technischen Daten in seinem Büro. Natürlich, wie praktisch. Na gut, und welcher Segelflieger ist diese Belling Classic, von der die ganze Zeit die Rede ist? Hier. Das ist die Belling Classic. Vor 10 Jahren hat sie sämtliche Preise abgeräumt. Unser Junior hat leider nicht so viel Glück gehabt. Seine Lisa hat sich vor 3 Jahren von ihm scheiden lassen, nach 6 Jahren Ehe. Jetzt hat sie schon 2 Kinder, die Lisa. Mit einem Kerl, der nicht so oft in die Luft geht. Ein Fußdoktor. Echte Chlorifäre auf seinem Gebiet. Ich bräuchte dann die Unterlagen aus dem Büro von Herrn Belling. Herr Belling kommt gleich. Ich soll Ihnen schon mal die Unterlage raussuchen. Schief. Das waren meine Lieblingsschuhe.
Sie müssen wissen, heute Morgen war meine Scheidung. Oh je, ich weiß genau, wie Sie sich fühlen. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du einen schwierigen Tag hast, dann zieh deine Lieblingsschuhe an. Ach, und jetzt sind sie ruiniert. Bei mir helfen Zitronentropfen, aber sauer müssen sie sein. Echt? Naja, man denkt dann ja immer, das war's dann mit der Liebe. Hm? Aus die Maus. Was ist hier los? Ich hab aus Versehen. Ich hol einen Lappen. Hey, Sie haben mir meinen Flügel kaputt gemacht. Wie soll ich mir einen Überblick über die Firma verschaffen, wenn Sie mir alle Akten vorenthalten? Oha. Bitte? Na, und was genau bedeutet Zertifizierung für den Herstellungsprozess? Ach, das wissen Sie nicht. Würde ich sonst fragen? Das erkläre ich Ihnen gerne. Sie müssen auch nicht extra bitte, bitte machen. Aber das Anwählen könnten Sie sich verkneifen. Ich stehe nämlich eher auf Streicher. Nein, da. Für ein Laien ist eine Zertifizierung am ehesten mit einer TÜV-Plakette zu vergleichen, die ein Flugzeug braucht, um zugelassen zu werden. Kostet ziemlich viel Geld. Weiß in der Fliegerei jedes Kind. Danke. Bitte. Kann ich sonst irgendwie behilflich sein? Oh ja, das können Sie. Ich brauche sämtlich technische Akten im Büro, zwar sofort. Jawohl. Sind Sie eigentlich auf dem Kriegspfad? Wieso? Sie haben Farbe im Gesicht. Darf ich? Ja. Ich trete Ihnen schon nicht zu nahe. Komm. Ja. Waschraum für Damen ist über den Hof. Zufrieden? Technische Entwicklung der letzten 30 Jahre. Unser Kollektiv ist echt enorm. Was soll denn das ganze Gerümpel auf meinem Arbeitsplatz? Moment mal, Sie wollten doch sämtliche technischen Unterlagen. Komm, Sie wissen doch ganz genau, wie das gemeint war. 30 Jahre, das ist ja wohl ein Witz. Die Konstruktion unserer Segelflugzeuge baut sich sogar über fast 50 Jahre auf. Da war ich noch sehr gnädig mit Ihnen. Ich habe den Auftrag von Ihrer Mutter für die Bank, eine Bewertung Ihrer Firma zu erstellen. Fällt diese schlecht aus, wird die Bank den Kredit nicht verlängern und das bedeutet das Ende für Belling. Also, wenn ich Ihrer Firma helfen soll, dann brauche ich Ihre Kooperation. Sie stecken doch mit der Bank unter einer Decke. Und am liebsten würden Sie mir persönlich auch noch eins auswischen. Wegen der Sache im Café? Ach ja. Ja, zum Beispiel. Ganz ehrlich, nein. Aber ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn Sie sich dafür entschuldigt hätten. Wenn, dann müssten Sie sich bei mir entschuldigen. Sie haben nämlich im Café den Falschen beschimpft. Oh. Sehen Sie, das ist genau das, was ich nicht leiden kann. Feige und verlogen. Nein, im Ernst. Ich könnte mich höchstens dafür entschuldigen, dass mein Hund Ihrem hübschen Hintern zu nahe gekommen ist. Obwohl er damit ausgesprochen guten Geschmack bewiesen hat. Sie haben gerade so gar keinen Humor, hm? Okay, lassen Sie uns einfach vernünftig miteinander arbeiten. Gut? Nicht nötig. Ab morgen übernimmt meine Kollegin Frau Glöckner. Spaß mit dem alten Leo. Ja. Die Olla, die Dollar. Ja. Jens. Ja, Thomas. Schön, dich zu sehen, ne? Wie geht's dir? Ja. Jens? Ihr kennt euch ja noch, oder? Na klar, wie lange ist das her? Ja, bestimmt 10 Jahre. Sag mal, ist das deine neueste Entwicklung? Sieht ja super aus. Ja, das ist meine Belling Light. Aber eben nur der Prototyp. Ohne Zertifizierung. Als vor 3 Jahren die Verkaufszahlen runtergingen, hat Mutter Angst bekommen und sich gegen das Projekt entschieden. 5 Jahre Arbeit umsonst. Ja, und sag mal, warum verkaufst du Leo nicht? Der Oldtimer bringt Minimum 50.000 und damit könntest du die Zertifizierung bezahlen. Ja. Das schon, aber Leo verkaufen, das bringe ich nicht übers Herz.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie du zusammen mit deinem Vater Leo lackiert hast. Sag mal, wie alt warst du damals? 8? 10 ist meiner Sommer, den Papa abgestürzt ist. Sag mal, was ist, wenn du es ohne Henriette durchziehst? Was? Mit deiner Belling Light. Ja, wie denn? Ich... Ich leide die 50.000. Oh, wie wär's mit halber halbe? Ich steig mit 25.000 ein und bin euer stiller Teilhaber. Und dann erobern wir den Markt der Zukunft. Asien. Ihr seid verrückt. Zwei, wir machen uns jetzt einen richtig schönen Abend, ja? Hm? Maja, gut, dass du schon da bist. Du, ich muss mich ganz schnell umziehen. Meine Mutter, sie will mir heute ihren Neuen vorstellen. Ivo? Genau. Ich muss den unbedingt kennenlernen. Nicht, dass es wieder so eine Katastrophe wird. Du weißt, was uns dann blüht? Ja, erinnere mich bloß nicht daran. Sie hat irgendwo einen Tisch bestellt, 6 Gänge. Candlelight Dinner. Das kann dauern. Kannst du vielleicht Rosalie morgen zur Schule bringen? Ich bin auch pünktlich im Büro, ich schwöre. Du bist morgen nicht pünktlich im Büro. Du bist morgen pünktlich bei Belling in der Rhön. Maja, das geht nicht. Ich habe morgen Nachmittag Rosalie. Du weißt doch, wie das mit meiner Mutter ist, bitte. Ja, okay, na gut, dann fahre ich da noch mal hin. Aber dafür bist du mir einen Gefallen schuldig. Einen großen, einen riesengroßen. Ja. Wieso? Ist was passiert? Nein. Die Leute da, die sind irgendwie nur so ein bisschen merkwürdig. Ganz besonders dieser Juniorchef. Ich meine, das ist so ein richtiges Arsch. Ameisenbären-Ekelschwein. Genau. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann? Leben sie noch heute. Genau. Sicher deine Freundin ist wenigstens. Wozu brauchst du eigentlich eine Chatfreundin? Du hast doch mich. Ja, aber du bist meine kleine Freundin. Und ich brauche dann auch noch eine große Freundin, mit der ich über Probleme reden kann. Zum Beispiel über Probleme mit Männern. Und Mama? Naja, weißt du, dass die Mama unheimlich viel arbeiten muss. Und dann hat die Mama dich und die Oma. Die Oma, die hat keine Probleme mit Männern. Meinst du? Sie hat immer neue. Stimmt, gleich wieder da. Ich bin fix und fertig heute. Irgendwie völlig verkrampft, besonders Männern gegenüber. Entweder fühle ich mich angemacht oder angegriffen. Kennst du das? Ich benehme mich wie die letzte Zicke und hasse mich dafür. Sei nicht so streng mit dir. Überleg mal, was du heute schon hinter dir hast. Du bist wunderbar, so wie du bist. Es ist alles immer eine Sache der Perspektive. Das Leben ist absurd. Nimm es mit Humor. Komisch. So was Ähnliches hat mir heute schon mal jemand gesagt. Du tust mir so gut. Vielleicht sollte ich mal wieder was für mich tun. Bin schon ewige Zeit nicht mehr auf einem Pferd gesessen. Dabei reite ich für mein Leben gern. Wenigstens ernähre ich mich. Naja, wenigstens ernähre ich mich vernünftig. Po, was gibt es denn heute bei dir? Du bist die einzige Frau, die ich kenne, die so viel Schrott in sich hineinfrisst und dabei wahrscheinlich noch rank und schlank ist. Neid! Das bringt mich auf eine Idee. Schick doch mal ein Bild von dir. Wenn ich Thomas die Firma vor 5 Jahren übergeben hätte, wäre Belling jetzt nicht in Schwierigkeiten? Das hast du gesagt. Aber du hast es gedacht. Herr Thomas ist ein begabter Junge. Er ist das größte Potenzial von Belling. Also wenn du mich fragst, er hat überall Chancen. Nicht nur bei Mutti. Thomas hat vom Geschäft überhaupt keine Ahnung. Betriebswirtschaft ist für ihn der Horror und er ist unzuverlässig. Also, dass er nicht gleich springt, wenn du pfeifst,
Heißt noch lange nicht, dass er unzuverlässig ist, liebe Henriette. Sein Vater war genauso ein genialer, leidenschaftlicher Mensch mit einem Herz aus Gold, aber eben leider wirklich nicht geschäftstüchtig. Ich musste hart arbeiten, um wieder guten Aufwind zu bekommen, als ich die Firma übernommen hatte. Ja, aber du hast es geschafft, Chapeau. Und ich bin sicher, dass es dir auch diesmal gelingen wird. Essen war vor 2 Stunden, Thomas. Wir haben nicht auf dich gewartet. Du entschuldigst bitte, ja? Guten Abend. Ich war schon zum Essen verabredet. Tut mir leid. Wenn ich dich schon mal einlade. Danke. Warum ist Frau Vogt heute Hals über Kopf abgefahren? Hast du sie verärgert? Ja, erklär mir das bitte. Kein Berater dieser Welt, auch nicht diese Frau Vogt, wird uns helfen können, wenn wir nicht bald was Neues anbieten. Wir müssen dringend Geld in die Entwicklung stecken. Die Belling Light auf Messen präsentieren, Preise bei Meisterschaften gewinnen. Die momentane Flaute liegt an der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Und unser Kapital ist unsere Tradition. Das war schon immer so, in den 80er Jahren. Also die 80er sind schon lange vorbei, liebe Henriette. Seit über 30 Jahren arbeite ich bestens zusammen mit unserer Bank. Die Herren werden es nicht wagen, ein Traditionsunternehmen wie Belling einfach fallen zu lassen. Ich bin müde, ihr entschuldigt mich. Weitergekommen mit Ihrer Arbeit. Ich konnte Sie nicht mehr fragen. Sie waren plötzlich weg. Hatten Sie genügend Unterstützung? War Thomas... Ja, also Ihr Sohn hat sich ganz wunderbar um mich gekümmert. Sind überhaupt alles hier zuvorkommt hier? Oh, das freut mich. Die Berlin Classic. Von hier waren dann die Rümpfe dann in verschiedene Abteilungen für den Innenausbau, die Technik etc. Das sind doch mehr als 20 Flieger. Ich meine, so voll ist Ihr Auftragsbuch doch gar nicht. Ja, wir mussten vorproduzieren, um unsere Leute zu beschäftigen. Das sind alles Facharbeiter, Spezialisten. Das verstehe ich ja, dass Sie Ihre Leute nicht verlieren wollen. Aber das ist ein Fehler, Frau Belling. Das ist alles brachliegendes Kapital. Sie hätten Ihre Leute einfach rechtzeitig entlassen müssen. Und lieber jemanden einstellen, der sich um Ihre Buchhaltung kümmert. Da liegt offen gestanden einiges im Argen. Das mag von außen so aussehen, liebe Frau Vogt. Stimmt aber nicht. Der Betrieb ist mein Leben, glauben Sie mir. Und ich habe meine eigene Art, ihn erfolgreich zu führen. Deshalb, es muss so funktionieren. Ich stößt nicht mehr an. Nein, stößt nicht mehr an. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Vogt. Guten Morgen, Mutter. Guten Morgen, Thomas. Sie sind ja wieder da. Hatten Sie eine geruhsame Nacht? Danke. Ja, und Sie? Ebenfalls friedlich gesinnt? Ich habe Frau Vogt schon einiges vom Betrieb gezeigt. Ja, jetzt könntest du sie übernehmen. Sie sind ja bei meinem Sohn in guten Händen. Sind Sie denn schon zu neuen Erkenntnissen gekommen? Ich meine, Belling betrifft. Ja, allerdings. Mir ist aufgefallen, dass Ihre Firma auf ein einziges Modell setzt, die Belling Classic. Ich meine, ist doch ziemlich riskant, oder? Meine Mutter und ich sind nicht immer einer Meinung. Sie glaubt an Tradition, ich setze auf Innovation. Schade eigentlich, dass Sie sich mit Ihren neuen Ideen nicht durchsetzen konnten. Oder taugen Ihre Entwürfe vielleicht nichts? Kommen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen mal was. Das ist sie. 5 Jahre und fast 1 Million Euro hat Belling in die Entwicklung von meinem Baby gesteckt. Aber am Ende hat meine Mutter das Geld für die Zertifizierung des Fliegers nicht aufbringen wollen. Sie glaubt nicht an den wirtschaftlichen Erfolg der Belling Light. Sie findet, der Flieger passt nicht zu unserer Firmentradition. Und dieser Flieger, der ja leider nie auf den Markt kommen durfte, was hätten der gekostet? Das Doppelte der Belling Classic, aber das ist er auch wert. Was soll das denn? Oh, ja, das
Das brauche ich für die Präsentation in der Bank. Aha. Ja, und wer sollte so ein teures Flugzeug kaufen? Kommen Sie, wollen Sie sich mal reinsetzen? Doch, machen Sie mal. Bitte. Hier aufstützen. Hier richtig so. Und wie fühlt sich das an? Das ist der Steuerknopf. Damit lenkt man das Flugzeug. Das heißt, damit werden die Höhen- und Querruder bewegt. Und hier, die Instrumentierung ist auch vom Feinsten. Elektronisches Variometer, Navigation mit GPS-Unterstützung und Endanflugrechner. Weil das Beste ist, die Belling Light kann alleine starten. Und zwar mit diesem Propeller. Schließen Sie einfach mal die Augen. Schließen Sie mal die Augen. Jetzt starten wir. Der Propeller schnurrt hinter Ihnen. Sie rollen los, langsam auf die Startbahn. Immer schneller, immer schneller. Und schwupps geht sie in die Luft. Immer höher, immer höher. Die schlanken Flügel tragen sie nach oben. Und oben schalten sie die Propeller aus. Jetzt, wo es spannend wird, wollen Sie einfach aussteigen? Haben Sie Flugangst? Nein, aber ich bin ja nicht zum Vergnügen hier. Vielen Dank, das war sehr informativ. Also, mich würde aber schon mal interessieren, welchen Markt Sie für diese kostspielige Neuentwicklung da eigentlich im Auge haben. Ah ja. Das habe ich ja total vergessen. Zahlen und Bilanzen, da ist es Ihre Welt. Ihre Zahlen und Ihre Bilanzen? Ich bin hier, um den Wert Ihrer Firma zu beurteilen. Sie sind hier, um uns der Bank ans Messer zu liefern. Ach, kommen Sie. Der Schaden wurde doch schon lange vor meiner Zeit angerichtet. Und haben Sie jetzt eine Vermarktungsidee für die Belling Light oder nicht? Ja, haben wir. Wir haben für genau dieses Marktsegment einen neuen Investor. Belling hat eine komplett neue Geschäftsstrategie. Aha, na ja, dann würde ich diesen neuen Investor ganz gerne mal kennenlernen. Natürlich, gern. Wie wär's heute noch? Lothar, ich brauche deine Hilfe. Klar, immer. Aber erst möchte ich ein paar Runden fliegen. Wenn ich mich schon aus der Kanzlei davon gestohlen habe und meiner Frau erklärt habe, ich sei bei einem wichtigen Termin und könne auf keinen Fall mit Lutz zum Kinderarzt... Nein, du behältst bitte deinen Anzug an. Du bist mein neuer Investor. Bitte? Du bist ein glänzender Redner. Ich habe dich bei Gericht erlebt. Du kannst den Leuten das Wort im Munde rumdrehen. Danke, aber was... Ich habe der Vogt einen neuen Investor versprochen. Und wenn ich den nicht habe, lässt er uns über die Klinge springen. Aha. Du musst dich davon überzeugen, dass du im Ausland seriöse Kontakte zu einer Firma hast, die in Belling investiert. Verstehe. Vielleicht gibt uns das ja Zeit, einen echten Investor zu finden. Und was ist, wenn die Frau Vogt mich wiedererkennt? Ja. Frau Vogt, ich möchte gerne Herrn Dr. Lothar Spoß vorstellen. Grüß Gott. Hallo? Er ist Jurist, spezialisiert auf Auslandsrecht und außerdem im Aufsichtsrat diverser namhafter Firmen. In Fernost, also im asiatischen Raum. Na, dann schießen Sie los. Bin gespannt. Tja, stellen Sie sich vor, Sie leben irgendwo in China. Sie sind begeisterte Segelfliegerin. Also ehrlich gesagt möchte ich mir das gar nicht vorstellen. Entschuldigung, reden Sie weiter. Zugegeben, es gibt nicht sehr viele begeisterte Segelflieger in China. Und wissen Sie warum? Weil es dort keine Segelflugzeuge gibt. Bis dato. Und genau das... Können Sie sich vielleicht mal hinsetzen? Sie machen mich ganz nervös. Möchten zwei der Firmen, bei denen ich das Vergnügen habe, im Aufsichtsrat zu sitzen, möglichst schnell ändern. Und zwar der Kongwu-Konzern und die Beijing Holding in Peking. Beide sind sehr finanzkräftig.
Beide sind sehr interessante Partner, speziell in Bezug auf die Vermarktung der Belling Light. Und mit beiden wären unterschiedliche Kooperationsmodelle möglich, wenn ich das mal skizzieren darf. Auf der einen Seite haben wir hier unser traditionsbewusstes Familienunternehmen. Jede Menge freies Kapital. Jetzt müssen wir vorstellen. Gesunde Finanzierung. Ich denke, Sie verstehen, was ich meine. Ich meine, das ist interessant und ich kann das durchaus in meinen Bericht mit einbringen. Aber also die Bank, die braucht schon konkrete Vertragsangebote. Natürlich. Ja, selbstverständlich. Nur von heute auf morgen geht das nicht. Aber vielleicht können Sie die Bank davon überzeugen, dass es grundsätzlich die Möglichkeit gibt. Vielleicht. Versprechen kann ich natürlich nichts. Ich muss auch erst mal mit meiner Beurteilung vor Ort durch sein. Und dann sehen wir weiter. Sagen Sie, kennen wir uns nicht irgendwoher? Oh, das war knapp. Ob sie uns glaubt? Keine Ahnung. Aber wir haben es wenigstens versucht. Ich danke dir. Kommst du mit zu uns? Gibt sicher was Leckeres zu essen. Chinesisch? Nee, danke. Ich habe schon eine Verabredung. Oh, tut sich was bei dir? Welche denn, ne? Na komm, ihr kannst es doch sagen. Wo trefft ihr euch? Bei ihr? Bei dir? Im Internet. Im Internet? Das ist nicht dein Ernst. Warum trefft euch nicht richtig? Es geht nicht. Sie denkt, ich bin eine Frau. Ja, ist ein Missverständnis. Mein Chatname ist Fings. Der ist Fings. Sie hat geglaubt, die ist Fings. Ja, und du hast sie nicht aufgeklärt? Ja, wie denn? Die hat mir gleich beim ersten Mal so offen ihr Herz ausgeschüttet, dass wir auf Anhieb beste Freundinnen wurden. Und ehrlich gesagt, als Frau bin ich bei ihr ein besserer Mann, als ich es jemals bei anderen Frauen als Mann war. Du wirst mir langsam unheimlich. Vertrauen ist für mich gerade die Herausforderung. Besonders was Männer angeht. Verständlich. Männer ticken einfach anders. Eigentlich habe ich immer ein ganz gutes Bauchgefühl gehabt, was das angeht. Aber zurzeit habe ich es beruflich mit einem Exemplar dieser Spezies zu tun, das mich ratlos macht. Ich fühle mich abgestoßen? Ich fühle mich abgestoßen und angezogen zugleich. Privat möchte ich vertrauen. Beruflich gehen alle Warnlampen an. Wahrscheinlich sind das einfach die Hormone. Was meinst du? Kannst du gut vertrauen? Kommt ganz drauf an. Nimm mal das Fliegen, das ich anders als du so liebe. Um über den Wolken zu schweben, brauche ich Vertrauen in die Flügel, weil ich die Luft, die sie trägt, ja nicht sehen kann. So wie in der Liebe. Sehr poetisch. Ja. Sowas kann eben nur eine Frau schreiben. Und die Flügel stehen für Vertrauen? Und über dieses Vertrauen kann man etwas beim Fliegen lernen? Tja, so ungefähr ist es ja. Okay, was? Aber das mit den Flügeln ist nicht wirklich dem Zufall überlassen. Ich kenne meine eigenen Flügel sehr gut und deshalb vertraue ich mir in der Luft und in der Liebe. Wenn du schon so weit bist mit den Flügeln, wie kommt es dann, dass du noch keinen tollen Mann an deiner Seite hast? Tja, wie kommt das wohl? Finch, wie kommt das? Jetzt machen Sie sich keine Sorgen. Frau Vogt will uns ja nicht vernichten. Sie muss uns nur sozusagen bewerten. Das verlangen die Banken seit einiger Zeit, ist aber kein Grund zur Panik. Belling und damit Sie sind wichtig für die Region. Uns kann man nicht einfach wegrationalisieren. Die Leute sind beunruhigt, weil ich hier bin.
Tja. Wie weit sind Sie denn mit Ihrer Analyse? Können Sie schon etwas über das Ergebnis sagen? Noch nicht abschließend. Der alte Leo. Mein Sohn Thomas hat auf ihn das Fliegen gelernt. Wir könnten Leo verkaufen, das würde an die 50.000 bringen. Thomas wird mich dafür umbringen, aber solange es hilft, Belling zu erhalten. Naja, also der Bank geht es eigentlich weniger um ihre momentane Liquidität als um neue Perspektiven. Aber ihr Sohn hat mir gestern von einem möglichen Investor erzählt. Ich meine, wenn ich der Bank das glaubhaft vermitteln kann, dann wäre das nicht schlecht. Investor? Mhm. Ah ja, 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 natürlich. Aber von dieser Idee halte ich gar nichts. Belling muss autonom bleiben. Thomas ist der technische Leiter der Firma und bestimmt ein begabter Konstrukteur. Aber über die Geschäftspolitik bestimme immer noch ich. Was machst du? Schön, dass du dich meldest. Bin gerade beim Abendessen. Was für ein Zufall will auch gerade essen. Pizza Hawaii ist nicht so dein Ding, was? Vergessen Sie nicht, Frau Vogt Bescheid zu geben, bevor Sie absperren. Sonst muss die Arme hier nächtigen. Ja, ja. Ach, Elsa. Ja? Haben Sie der Frau Vogt auch eine Pizza gebracht? Natürlich. Sonst noch etwas? Hawaii? Na klar. Wie immer nach 20 Uhr. Dann hat der Giovanni schon weggeräumt und man muss nehmen, was übrig ist. Stimmt was nicht mit der Pizza? Doch, doch. Alles bestens. Danke. Gute Nacht, Elsa. Hi, Gude. Noch da? Sorry, bin fast an einem Salatblatt erstickt. Wo um Himmels Willen in der Pampa steckst du denn? Arbeit. In irgendeinem Winzkaff in der Rhön, wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen, soll ich eine Firma retten, die Segelflugzeuge herstellt. Konnte mich bisher mit Mühe und Not um das Fliegen drücken. Du weißt ja, das wäre mein sicherer Tod, auch ohne Absturz. Ja, ja, ich komme. Ich komme gleich. Das nächste Mal vielleicht anklopfen? Ich habe geklopft. Ja, Zeit zu gehen, ich muss abschließen. Oh, darf ich? Danke. Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe. Schon gut. Warten Sie bitte. Gibt's noch was? Naja, ich dachte, vielleicht reden wir noch ein bisschen. Ja, gerne. Ich hätte da nämlich noch zwei Fragen. Erstens, weiß Ihre Mutter von dem Investor? Zweitens, ist da vielleicht ein internes Kommunikationsproblem? Oder gibt es vielleicht gar keinen Investor? Das sind ja dann schon drei Fragen. Kann ich die vielleicht bei einem Glas Wein beantworten? Ja, naja, lieber nicht. Ich bin müde und nach Frankfurt ist es noch ein Stück.
Ist noch was? Nein. Also ja, ich dachte gerade, bei der vielen Arbeit wäre es ja nicht besser, hier irgendwo in der Nähe zu übernachten. Was soll das denn heißen? Ein paar Kilometer von hier gibt es einen sehr netten Reiterhof, der auch Zimmer vermietet. Die Chefin ist die Frau von unserem Eckart. Ein Reiterhof? Ja, ganz passable Pferde und ein herrliches Gebiet zum Ausreiten. Sie reiten doch gern. Woher wissen Sie das? Sie sehen so aus. Ja, das stimmt. Ich reite für mein Leben gerne, aber ich überleg's mir, ja? Bis morgen. Okay. Lothar? Ja, kannst du bitte zu mir kommen? Und jetzt habe ich ein fettes, dickes Problem, verstehst du? Nee. Nochmal. Ist doch nicht so schwer, Biene. Die Frau, mit der ich seit Monaten mich im Internet treffe. Das ist Maja Vogt. Ist nicht wahr. Doch. Und Sie, ich meine, hast du mit ihr darüber gesprochen? Wenn ich ihr jetzt sage, wer hinter Sphinx steckt, dann hasst sie mich noch mehr, als sie sowieso schon tut. Was aber noch viel schlimmer ist, ich verliere meine beste Freundin. Frauen befreunden sich nicht mit Männern. Hm. Ja, aber nicht so. Ich weiß vermutlich mehr von ihr als ihr Ex-Mann. Was sie gerne isst, welche Blumen sie mag, dass sie keinen Alkohol verträgt, dass sie immer alles unter Kontrolle haben muss. Und so sexuell so? Ja, auch das. Und dass sie das Vertrauen in Männer verloren hat, sich aber Familie und Kinder wünscht. Sie hat Angst vorm Fliegen, aber sie reitet für ihr Leben gern. Ich verstehe. Und weil du das weißt, hast du ihr den Reiterhof vorgeschlagen und denkst, damit kannst du bei ihr landen. Findest du das okay? Ja, nein. Ach Quatsch, will doch überhaupt nicht bei dieser blöden Geschäftsfrau landen. Die Bank hat uns dieser Textilfirma dringend empfohlen. Gestern kam der Auftrag rein. Ich bin dabei, mich in ihre Unterlagen einzuarbeiten. Schön. Ja, also bei mir läuft's eigentlich auch ganz gut. Die bei Belling haben zwar die letzten paar Jahre verpennt, aber ich sehe da noch eine Chance für die. Ich meine, ist natürlich jede Menge Arbeit und diese Hin- und Herfahrerei, ich meine, die kostet halt so wahnsinnig viel Zeit. Komm, Rosalie, wir müssen los. Der ist aber nett. Wow. Ist das Belling Junior, Maya? Also der ist ja noch wirklich alles andere als nett. Er hat in der Firma überhaupt nichts zu melden, was seinem Selbstbewusstsein allerdings keinen Abbruch tut. Naja, wahrscheinlich reitet er auch noch wie ein junger Gott. So. Das ist eine gute Nachricht. Danke. Auch für die schnelle Erledigung. Ja, Sie haben Belling damit sehr geholfen. Danke. Ja? Oh, der Tag fängt ja richtig gut an. Wieso? Na, erstens, weil Sie vor mir stehen. Und zweitens? Und zweitens, weil die Zertifizierung meiner Belling Light erfolgreich abgeschlossen ist. Ehrlich? Das freut mich. Das ist toll. Ich meine, das ist auch gut für die Bewertung. Allerdings, die Sache mit Ihrem Investor, die scheint mir noch ein bisschen unsicher zu sein. Warum so pessimistisch? Ich bin nicht pessimistisch, sondern realistisch. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, Sie haben einfach Angst, mal was zu riskieren. Oder auf Ihr Bauchgefühl zu vertrauen. Das stimmt doch gar nicht. Ich meine, natürlich vertraue ich auf mein Bauchgefühl. Was hat das auch damit zu tun? Ich bin hier, um die Firma zu bewerten. Mein Gott, oder geht's nun mal um Fakten und Zahlen. Ja, genau. Ich weiß, dass Sie ein Topmann auf Ihrem Gebiet sind, aber ich bin auch nicht schlecht. Und ich werde Ihnen jetzt mal was ganz Optimistisches sagen. Nur zu. Ich werde der Bank eine Analyse von Belling vorlegen, bei der Sie wahrscheinlich gar keinen Investor brauchen. Ach ja? Ja. Ich meine, versprechen kann ich natürlich nichts, aber optimistisch genug. Ach, Frau Vogt? Ja? Was wollten Sie eigentlich hier? Lassen Sie einfach liegen. Lassen Sie einfach alles liegen. Hm?
hätte ich nicht gedacht, dass der alte Odysseus das noch mitmacht. Der macht noch ganz andere Sachen mit. Hallo, danke. Aber eine kleine technische Aufrüstung würde ihm vielleicht ganz gut tun. Hm? Akustisches Variometer zum Beispiel, überhaupt eine neue Instrumentierung. Hm? Ich bin sicher, dass du alten Odysseus auf den neuesten technischen Stand bringst. Na, habt ihr Spaß gehabt? Ja. Warum erfahre ich eigentlich als Letzte davon, dass deine Belling Light zertifiziert ist? Und wie willst du das bezahlen? Von mir bekommst du keinen Pfennig. Beruhige dich, Mutter, es ist bezahlt. Und wovon, wenn ich fragen darf? Hast du im Lotto gewonnen? Vielleicht habe ich mir das Geld geliehen. Und von wem bitte? Mutter, ich könnte jetzt wieder Stunden damit verbringen, mit dir zu streiten. Aber Frau Vogt wartet darauf, dass ich ihr den Reiterhof zeige. Und das ist doch sicher in deinem Sinne. Ne? Wie sagst du immer so nett zu deinen Freunden? Geschäftlich ist mein Sohn eine echte Niete, aber wenigstens hat er Charme. Wir sehen uns später, Jens, ja? Darf ich? Na, da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt, wie Sie reiten. Wieso ich? Hat jemand gesagt, dass ich da mitreite? Ich begleite Sie erstmal zu Ihrem Zimmer. Extra für Sie vorbereitet. Ach, hallo. Hallo. Das ist Frau Vogt. Angenehm. Hallo, bitte. Angenehm. Oh, Dahlien. Im geschlossenen Raum geht leider gar nicht. Allergie. Ich dachte, Sie liebt Dahlien. Lammeintopf, den mögen Sie aber. Habe ich gerade frisch gekocht. Tut mir leid, aber ich habe heute meinen Obsttag. So, jetzt will ich Sie aber mal reiten sehen. Reiten? Und. Thomas, bist du ganz sicher, dass das klappt? Was soll ich denn machen? Der Jago ist ja steinalt und sanft wie Engelsche. Also viel kann da wirklich nicht passieren. Komm, Alla. Ja. Ja. Du, und eins musst du wissen, Thomas. Pass auf, der Jago ist ein guter Kerl. Aber er kann's ums Verplatzen nicht leiden, wenn er als Zweiter gehen muss. Ja. Ja. Und wenn du Pech hast, dann bleibt er stehen wie angemauert, wie ein Steinesel. Ja. Toll, hat Jago auch gute Seiten? Das waren seine gute Seite. So, und jetzt zeichere, was du kannst. Hey, halt, warten Sie, nicht so schnell. Willst du wohl weiterreiten? Alles in Ordnung? Ja, danke der Nachfrage. Hör mal, ich hab's auch lieber, wenn die Frauen mir hinterherlaufen, aber das ist nun mal nicht immer so im Leben. Also jetzt geh schon. Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Nein, nein, danke, wirklich nicht. Alles bestens. Klappt doch wunderbar. Naja, wenn Sie meinen. Hey, jetzt geh schon weiter. Sagen Sie mal, Frau Vogt, was machen Sie denn sonst so im Leben? Ich meine, Freunde, Hobbys, Reisen. Ich bin selbstständig, also da bleibt nicht viel Zeit für was anderes. Aber es gibt doch bestimmt irgendwas, was Ihnen besonders wichtig ist. Ja, und ich mache das öfter. Rodeo, das ist unser Ding. Herr Belling? Ist alles in Ordnung? Hören Sie mich? Hallo, Herr Belling, aufwachen! Herr Belling! Oh, Mann! Das ist nicht komisch, ja? Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Das fühlt sich gut an. Was, vom Pferd zu fallen? Nein. Wenn Sie sich Sorgen um mich machen. Sie haben mir meinen Ausritt verdorben. Ich habe was gut bei Ihnen.
Sie haben mich doch vorhin gefragt, ob es was gibt, was mir wirklich wichtig ist. Ja, und? Rosalie, die Tochter meiner Freundin Jessica, sie ist 80. Ich kenne sie seit ihrer Geburt, sie ist ganz oft bei mir. Wir wohnen im gleichen Haus. Ja, seit ihrer Scheidung, ne? Woher wissen Sie das? Das habe ich vermutet. Ich bin ja selber auch geschieden und da entwickelt man ein Gespür dafür. Und? Haben Sie Kinder? Nein, leider. Aber so wie ich lebe. Ich denke, Sie wären bestimmt ein ganz guter Vater. Also kann ich mir ganz gut vorstellen. Ach, tut mir leid. Ihr Privatleben geht mich ja gar nichts an. Doch. Nein, ich... Ich meine, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich versuche, die wirklich sehr unterschiedlichen Seiten von Ihnen unter einen Hut zu kriegen. Finch, wollen wir mal gucken, ob wir Post haben? Sorry, liebste Freundin, dass ich gestern Abend nicht mit dir essen konnte. Aber in der kleinen Pension hier gibt es keinen Internetanschluss. Dafür Pferde. Und, bist du geritten? Bin ich. Und zwar in ziemlich interessanter Begleitung. Ein Röhn-Cowboy. Der allerdings zu Pferd eine eher komische Figur abgegeben hat, war mit mir reiten. Oder besser, sein Pferd war mit ihm reiten. Sicher hättest du auch deinen Spaß gehabt. Könnte mich jetzt noch kringeln vor Lachen. Aber irgendwie war er auch ganz süß. Bis später, muss arbeiten. Okay. Liebste Freundin, ich bin sehr enttäuscht von dir. Du vertrödelst deine wertvolle Zeit damit, das zu tun, was du schon kannst. Reiten. Dabei hättest du jetzt endlich die Chance, deine Angst zu überwinden und zu fliegen. Feigling. Frau Vogt, seit Sie hier sind, sind unsere Leute wieder guter Hoffnung. Wirklich? Ja. Ganz egal, wie sich die Konjugation noch verbiegt mit Ihnen und mir, kriegt die Chefin unsere Firma wieder auf Starchflug. Frauen ans Höhenruder, das sag ich seit Jahren. Feigling? Wie bitte? Herein. Ich geh jetzt fliegen, kommen Sie mit. Sie können doch nicht ein Segelflugunternehmen vertreten und kein einziges Mal geflogen sein. Was ist? Trauen Sie sich? Ja. Warum nicht? Hey, ist gut, bleiben Sie ganz ruhig. Wir gehen runter, ja? Ganz ruhig. Vorsicht. Geht's? Entschuldigung, aber ich habe mich wohl überschätzt. Nein, mir tut's leid. Ich hätte Sie beim ersten Mal nicht so überfordern sollen. Geht es oder muss ich einen Moment auf die Wiese legen? Ich bin sonst nicht so empfindlich, aber der Kreislauf. Das ist doch ganz normal. Sie sollten sich hinlegen. Kommen Sie, ich bringe Sie in die Pension. Wollen Sie sich noch ein bisschen legen? Ah, nee, danke. Mir geht's schon besser. Ja. Vielleicht ein Glas Wasser? Nein, danke. Es ist alles in Ordnung. Wirklich. Sicher? Ganz sicher. Gut. Dann lasse ich Sie jetzt allein. Rita macht heute ihr Lamm. Ah ja? Heute ist Donnerstag, das ist doch nicht ihr Obsttag, oder? Nein, heute esse ich. Gut. Gut. Vielleicht können wir ja später zusammen essen. Also, wenn sie nicht zu viel wird. Ich würde mich freuen.
Vielleicht kann ich das ja von vorhin irgendwie wieder gut machen. Wieso? Wieso? Naja, ist doch nicht Ihre Schuld, dass ich Flugangst habe. Nein, aber es ging wirklich schlecht und es tut mir leid, das wollte ich nicht. Finde ich schön, dass Sie sich entschuldigen. Hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Sieben Uhr? Bitte? Sieben. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Flugangst, das ist der absolute Horror. Termine, bei denen ich fliegen muss, die überlasse ich grundsätzlich meiner Freundin Jessica. Erlauben, geht aufs Haus. Schönen Gruß von meiner Frau. Bin immer her damit, Ekater. Darf ich? Wir haben heute nämlich was zu feiern. Und sagen Sie Ihrer Frau einen lieben Gruß, das Lamm war hervorragend. Wird gemacht. Herzlichen Dank. Danke, Ekater. Wissen Sie eigentlich, dass ich heute in meinem Leben einen ganz entscheidenden Schritt gemacht habe? Nein, wirklich? Ja, ich habe mich getraut zu fliegen und das ist allein Ihre Schuld. Ich meine, ich kann mich ja nicht vor dem Fliegerast blamieren. Trinken wir Brüderschaft? Auf weitere Höhenflüge. Und darauf, dass Sie mir vertraut haben. Nicht Sie, du. Ich heiße Maya. Thomas. Glaubst du, das gefällt deinem Herrchen, wenn du hinter mir hergelaufen kommst? Aber sicher. Finch weiß doch, was ich gehört. Meinst du, dass man auf mich aufpassen muss? Ja, auf alle Fälle. Danke. Ich glaube, ich muss dir was sagen. Hast du schon mal eine Situation, wo du dich irgendwie total ohnmächtig gefühlt hast? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Als meine Mutter ums Leben gekommen ist. Verkehrsunfall bei Glatteis. Ein Laster ist ins Schleudern gekommen. Es hat ungefähr 20 Minuten gedauert, bis der Sani kam. Tja, das waren die längsten 20 Minuten meines Lebens. Ich war 8 und seitdem hasse ich Silvester. Ich war 10 Jahre verheiratet. Ich glaube, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Ich weiß nicht. Es liegt an deinem Hund, der guckt mich irgendwie so vorwurfsvoll an. Vorwurfsvoll, Finch? Quatsch, der freut sich für uns. Ja, stimmt, du hast recht, das liegt an mir. Ich habe einfach Angst, dass ich in was reinrutsche, was dann wieder schief geht. Soll ich gehen? Nein, das möchte ich auch nicht. Es tut mir leid, weißt du, ich bin sonst nicht so, aber ich glaube, das ist der Rotwein. Hast du mal ein Taschentuch für mich? Ich habe einfach gedacht, dass das gar nicht mehr möglich ist. Weißt du, ich habe dich richtig gern.
Ich dich auch. Bestimmt wieder. Nicht erst in 10 Jahren, versprochen. Gut. Und für die nächste Zukunft drücke ich euch die Daumen. Danke, können wir brauchen. Ja, ich muss zurück ins Büro. Wir sehen uns ja noch, bevor du fährst. Na, und? Was hast du für ein Gefühl? Sei ehrlich. Frau Vogt ist eine kompetente Frau, die sicher alles tun wird, um Belling zu erhalten. Ja, die ist wirklich großartig. Ja. Also, ich meine, die macht ihren Job sehr professionell. Ja, ich bin allerdings nicht sicher, ob ihr das gelingen wird. Warum? Das Problem ist Henriette. Wem sagst du das? Ich habe ihr übrigens verraten, dass das Geld für die Zertifizierung von Lothar und mir kommt. Sie war empört. Von Freunden leiht man kein Geld und so weiter. Da hat sie auch irgendwie recht. Und ich habe ihr, entschuldige, über deinen Kopf hinweg einen Vorschlag gemacht, den sie nicht ablehnen konnte. Ich habe Leo gekauft. Mein Odysseus und Leo sind ja sowieso alte Kumpel. Wenn ich jemand Leo gönne, dann dir. Danke für deine Hilfe. Guten Morgen, Frau Vogt. Ausgeschlafen? Oh, Entschuldigung. Ich bin nicht in der allerbesten Verfassung heute. Wieso? Vielleicht ein bisschen blass um die Nase, aber sonst ausgesprochen hübsch. Mach dich nur lustig über mich. Ich muss arbeiten. Und ich muss mit dir sprechen. Ich wollte es dir schon gestern sagen. Was sagen? Weißt du, nach dem, was gestern zwischen uns passiert ist, fällt es mir besonders schwer, dir das zu sagen. Aber es wäre, glaub... Ist denn passiert? Wie, das weißt du nicht mehr? Also, das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir zusammen getanzt haben. Das ist nicht dein Ernst. Naja, dann habe ich dich heute Morgen mit Finch aus dem Zimmer gehen sehen. Aha. Und an mehr kannst du dich wirklich nicht erinnern. Was genau ist das? Mehr? Du und ich. Wir hatten eine ganz wundervolle Nacht. Hatten wir? Mhm. Dabei bist du eigentlich nicht zum Vergnügen hier. Wie viel Vergnügen genau? Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich muss arbeiten. Ich muss mit dir reden. Später. Und das muss ihr seelisches Gleichgewicht. Schon gut, Elsa. Wir werden es gleich wissen. Das ist keine Privatangelegenheit. Sie sollte Frau Vogt bei ihrer Arbeit behilflich sein und nicht mit ihr rumknutschen.
Das ist nicht nur peinlich, das ist in höchstem Maße unseriös. Mutter, es reicht jetzt. Vielleicht könntest du deine amorösen Abenteuer in Zukunft außerhalb der Firma ausleben. Das ist eine gute Idee. Ich werde dir in Zukunft meine Anwesenheit und die damit verbundenen Peinlichkeiten ersparen. Privat wie auch beruflich. Egal wie die Entscheidung der Bank ausfällt. Ich kann auch ohne Belling leben. Und was Maya Vogt betrifft, das ist kein Abenteuer. Ich liebe sie. Ob dir das nun passt oder nicht. Der Junior und die Frau Vogt? Das ist aber schön. Das ist alles andere als schön. Was mache ich bloß falsch, Elsa? Alle verlassen mich plötzlich. Erst Jens, jetzt Thomas. Es wird nicht so heiß gekocht wie getrunken. Chefin, der Thomas kriegt sich schon wieder ein. Der Herr Hader hat auch gesagt, er kommt bald wieder. So einen schönen Blumenstrauß hat er Ihnen gebracht. Afrika. Jens lädt mich ein. Vielleicht sollte ich es machen wie Thomas und alles hinschmeißen. Ich bin fix und fertig. Der absolute Super-GAU. Ich habe mich verliebt. Und wie? So richtig mit Herzklopfen und Hummeln im Bauch. Und rate mal, in wen. Thomas? Ich kann dir das erklären. Du hast mich benutzt. Manipuliert. Warum? Nur damit deine Firma bessere Chancen hat? Nein, nein. So ist es nicht. Ich wollte es dir doch gestern schon sagen. Gestern Abend oder auch vorhin. Aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Ich hatte auch Angst davor. Ich weiß es doch selber erst seit 2 Tagen. Ich gebe ja zu, dass ich am Anfang dachte, ich kann das irgendwie ausnutzen, aber dann habe ich mich in dich verliebt. Und gestern Nacht ist was passiert. Ich will gar nicht dran denken, dass überhaupt irgendwas passiert ist. Bitte, geh. Warte, warte, bitte. Wir sehen uns Montag in der Bank. Männer sind doch alle gleich. Ich meine, wie meine Oma schon sagte, steck sie alle in einen Sack, haut drauf, trifft immer den Richtigen. Gleich geht's dir besser. Los, komm. Oh Mann, ich verstehe das nicht. Wie konnte ich nur so bescheuert sein? Ich meine, wie konnte ich mir einbilden, zu glauben, dass das ernst meint? Du bist mit ihm, ich meine, habt ihr... Ja. Ja. Ja, also wenn ich daneben lange, dann aber auch richtig. Ich kann mich aber überhaupt nie mehr daran erinnern. Wie bitte? Ich habe zu viel getrunken. Du warst betrunken? So kenne ich dich ja gar nicht.
wenigstens ein Kerl? Na. Und was für einer? Ein ganz ausgefuchster. Darf ich an den Computer spielen? Ja, klar. Post von Sphinx. Am besten gleich in den Mülleimer. Du weißt ja, wie das geht. Mülleimer ziehen. Löschen. Genau. Ich liebe dich. Ich. Mich. Du. Mich. Der Entwicklung der letzten 2 Jahre und den aktuellen Daten, die natürlich in der Tat Anlass zur Sorge geben. Aber liebe Frau Mirsch, lieber Herr Winkelmann, wie bereits schon erwähnt, gibt es in der Firma Belling ein neues, bereits zertifiziertes Modell, die Belling Light. Eine Entwicklung von Herrn Thomas Belling. Dieses Segelflugzeug ist bereit für den Markt und eröffnet meiner Meinung nach dem Unternehmen völlig neue Perspektiven. Deshalb habe ich eine komplette Neubewertung der Firma vorgenommen. Mit dem Ergebnis, dass bei entsprechender Innovation und Umstrukturierung... Tja, verehrte Frau Belling, Herr Belling, ich muss Ihnen leider sagen, dass die Bank die Kredite nicht verlängern wird. Frau Vogt hat sich wirklich für ihren Betrieb eingesetzt, aber es gibt Gründe. Ja. Frau Belling, darf ich Sie noch bitten, in mein Büro zu kommen, um das weitere Prozedere zu besprechen? Ja, natürlich. Danke. Sie haben getan, was Sie konnten. Wir haben ausgesprochen gern mit Ihnen gearbeitet. Irgendwie schade, dass das jetzt vorbei ist. Warum hast du das gemacht? Hm? Warum hast du dich so für uns eingesetzt? Ich hab's für deine Mutter getan. Für die Menschen, die bei euch arbeiten und auch für deine Belling Light. Ich bin zwar nicht klaustrophobisch, aber irgendwie wird es mir gerade zu eng. Und ich könnte hier mein Leben mit dir verbringen. Lass das. Gut, dann ist das wohl die letzte Gelegenheit, dir zu sagen, dass ich dir gern dabei geholfen hätte, deine Angst vorm Fliegen zu überwinden. Wieso bist du nicht meine Freundin Sphinx geblieben? Schreckliche Vorstellung. Mein Leben in Zukunft ohne dich. Schon im Kindergarten haben wir uns Blutsbrüderschaft geschworen. Erinnerst du dich? Und mal langsam, ist ja noch nichts entschieden. Ja, aber bald. Außer einfach ab. Verräter. Und dann auch nach Neuseeland. Da sehe ich dich da höchstens alle paar Jahre. Ich würde auch lieber hier bleiben.
Aber es gibt ein paar triftige Gründe. Ich weiß. Aber mal ganz ehrlich, im Grunde beneide ich dich, so einfach ein neues Leben anzufangen. Wäre bei mir nicht drin. Ne? Ein Größer? Hey. Siehste. Und genau darum beneide ich dich. Glück ist eben immer das, was die anderen haben, Thomas. Das wird aber philosophisch, Alter. Ja. Ich habe immer gedacht, ich mache alles richtig. Wenn jemand alles richtig macht, dann sie. Die bei der Bank haben doch keinen blonden Schimmel. Vielleicht habe ich aber alles falsch gemacht. Thomas geht und ich bin schuld. Und jetzt muss ich auch noch Insolvenz anmelden und ihr werdet alle arbeitslos. Ich sollte Jens Rat befolgen und einfach gehen. Das fällt für jüngere Rollen. Na, doch. Doch? Eckart, Sie haben recht. Frau Belling, was kann ich... Ah ja, das klingt wirklich sehr interessant. Ich weiß, das ist viel verlangt, liebe Frau Vogt, aber mit Ihnen hätte Belling noch eine Chance. Jedenfalls sind Sie im Moment der einzige Mensch, der eine Insolvenz bei Belling verhindern und Thomas in der Firma halten könnte. Der Gedanke, meinen Sohn so ganz zu verlieren. Also kurz und gut, ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie meinen Vorschlag ernsthaft in Erwägung zögen. Die Bank hat die Kredite verlängert. Sie hat sie sogar um einen Entwicklungskredit aufgestockt. André, kannst du da mal reinschauen? Ja, klar, mach ich. Bedingung ist allerdings, dass ich die Leitung von Belling für ein Jahr kommissarisch übernehme. Und zwar in Zusammenarbeit mit Thomas Belling. Ich kann doch unmöglich mit Thomas Belling zusammenarbeiten, nach allem, was passiert ist. Nur weil es mit Wolfgang schiefgegangen ist, heißt es doch noch lange nicht, dass es mit anderen Männern genauso läuft. Wenn mir das passieren würde, ich riskiere es einfach. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und du, Rosalie, die Firma? Unsere Firma stemme ich auch eine Zeit lang alleine. Schon vergessen, du hast was gut bei mir. Und ich... Ich werde dir Mails schreiben, so richtig schön von Frau zu Frau. Hahaha. Guck mal. Sehr schön, aber eigentlich heißt es ja, ich dich auch. Oh. Oh. Deine Mutter hat mir ein Angebot gemacht, Belling betreffend. Ja, ich weiß. Mir auch. Und, wirst du annehmen? Du? Unter einer Bedingung. Und, die wäre? Dass du dir von mir das Fliegen beibringen lässt. Ich überleg's mir. Wenn du das überlegst, bin ich weg. Belling, ist dir das völlig egal? Man muss Prioritäten setzen. Und meine liegen bei einer schönen Frau, die es ohne meine Hilfe niemals in diesen Flieger geschafft hätte. Sag mal, da abends im Reiterhof, was ist da eigentlich wirklich passiert? Nichts. Gar nichts? Nein, gar nichts. Ich meine, da war eine ganze Menge. Ganz viel Zuneigung, Zärtlichkeit, Nähe.
hast dich an mich geschmiegt und bist voller Vertrauen in meinen Arm eingeschlafen. Hast ein bisschen geschnarcht? Nein, nein. Das war das Schönste, was ich seit Jahren erlebt habe. Dann? Dann haben wir noch ein paar wirklich schöne Dinge vor uns. Beginnen wir mal mit dem Fliegen. Towards a small town, duties of government and hibernate. Und wie fühlt sich das an? Das ist der Steuerknopf. Damit lenkt man das Flugzeug. Das heißt, damit werden die Höhen- und Querruder bewegt. Und hier die Instrumentierung ist auch vom Feinsten. Elektronisches Variometer, Navigation mit GPS-Unterstützung und Endanflugrechner. Und das Beste ist, die Belling Light kann alleine starten. Und zwar mit diesem Propeller. Jetzt schließen Sie einfach mal die Augen. Schließen Sie mal die Augen. Jetzt starten wir. Der Propeller schnurrt hinter Ihnen. Sie rollen los, langsam auf die Startbahn. Immer schneller, immer schneller. Und schwupps geht sie in die Luft. Immer höher, immer höher. Die schlanken Flügel tragen sie nach oben. Und oben schalten sie die Propeller aus. Jetzt, wo es spannend wird, wollen Sie einfach aussteigen? Haben Sie Flugangst? Nein, nein, aber ich bin ja nicht zum Vergnügen hier. Vielen Dank, das war sehr informativ. Also, mich würde aber schon mal interessieren, welchen Markt Sie für diese kostspielige Neuentwicklung da eigentlich im Auge haben. Ah ja. Das habe ich ja total vergessen. Zahlen und Bilanzen, da ist es Ihre Welt. Ihre Zahlen und Ihre Bilanzen? Ich bin hier, um den Wert Ihrer Firma zu beurteilen. Sie sind hier, um uns der Bank ans Messer zu liefern. Oh, kommen Sie. Der Schaden wurde doch schon lange vor meiner Zeit angerichtet. Und haben Sie jetzt eine Vermarktungsidee für die Belling Light oder nicht? Ja, haben wir. Wir haben für genau dieses Marktsegment einen neuen Investor. Belling hat eine komplett neue Geschäftsstrategie. Aha, na ja, dann würde ich diesen neuen Investor ganz gerne mal kennenlernen. Natürlich, gern. Wie wär's heute noch? Lothar, ich brauch deine Hilfe. Klar, immer. Aber erst möchte ich ein paar Runden fliegen. Wenn ich mich schon aus der Kanzlei davon gestohlen habe und meiner Frau erklärt habe, ich sei bei einem wichtigen Termin und könne auf keinen Fall mit Lutz zum Kinderarzt... Nein, nein, du behältst bitte deinen Anzug an. Du bist mein neuer Investor. Bitte? Du bist ein glänzender Redner. Ich habe dich bei Gericht erlebt. Du kannst den Leuten das Wort im Munde rumdrehen. Danke, aber was... Ich habe der Vogt einen neuen Investor versprochen. Und wenn ich den nicht habe, lässt er uns über die Klinge springen. Aha. Du musst dich davon überzeugen, dass du im Ausland seriöse Kontakte zu einer Firma hast, die in Belling investiert. Verstehe. Vielleicht gibt uns das ja Zeit, einen echten Investor zu... Aber Frau Vogt wartet darauf, dass ich ihr den Reiterhof zeige. Und das ist doch sicher in deinem Sinne. Ne? Wie sagst du immer so nett zu deinen Freunden? Geschäftlich ist mein Sohn eine echte Niete, aber wenigstens hat er Charme. Wir sehen uns später, Jens, ja? Darf ich? Na, da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt, wie Sie reiten. Wieso ich? Hat jemand gesagt, dass ich da mitreite? Ich begleite Sie erstmal zu Ihrem Zimmer. Extra für Sie vorbereitet. Ach, hallo. Hallo. Das ist Frau Vogt. Angenehm. Hallo, bitte. Angenehm. Oh, Dahlien. Im geschlossenen Raum geht leider gar nicht. Allergie. Ich dachte, es sind Dahlien.
Lammeintopf, den mögen Sie aber. Habe ich gerade frisch gekocht. Tut mir leid, aber ich habe heute meinen Obsttag. So, jetzt will ich Sie aber mal reiten sehen. Reiten? Du hast, bist du ganz sicher, dass das klappt? Was soll ich denn machen? Der Jago ist ja steinalt und sanft wie Engelsche. Also viel kann da wirklich nicht passieren. Komm, Allah. Ja. Ja. Du, und eins musst du wissen, Thomas. Pass acht. Der Jago ist ein guter Kerl. Aber er kann's ums Verblatzen nicht leiden, wenn er als Zweiter gehen muss. Ja. Ja. Und wenn du Pech hast, dann bleibt er stehen wie angemauert, wie ein Steinesel. Ja. Toll, hat Jago auch gute Seiten? Ah, das waren seine gute Seite. So, und jetzt zeichere, was du kannst. Ab! Hey, halt, warten Sie, nicht so schnell. Willst du wohl weiterreiten? Alles in Ordnung? Ja, danke der Nachfrage. Hör mal, ich hab's auch lieber, wenn die Frauen mir hinterherlaufen, aber das ist nun mal nicht immer so im Leben. Also jetzt geh schon. Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Nein, nein, danke, wirklich nicht. Alles bestens. Klappt doch wunderbar. Naja, wenn Sie meinen. Hey, jetzt geh schon weiter. Irgendwo in China. Sie sind begeisterte Segelfliegerin. Also ehrlich gesagt möchte ich mir das gar nicht vorstellen. Entschuldigung, reden Sie weiter. Zugegeben, es gibt nicht sehr viele begeisterte Segelflieger in China. Und wissen Sie warum? Weil es dort keine Segelflugzeuge gibt. Bis dato. Und genau das. Können Sie sich vielleicht mal hinsetzen? Sie machen mich ganz nervös. Möchten zwei der Firmen, bei denen ich das Vergnügen habe, im Aufsichtsrat zu sitzen, möglichst schnell ändern. Und zwar der Kungwu-Konzern und die Beijing Holding in Peking. Beide sind sehr finanzkräftig. Beide sind sehr interessante Partner, speziell in Bezug auf die Vermarktung der Belling Light. Und mit beiden wären unterschiedliche Kooperationsmodelle möglich, wenn ich das mal skizzieren darf. Auf der einen Seite haben wir hier unser traditionsbewusstes Familienunternehmen. Jede Menge freies Kapital. Jetzt müssen Sie vorstellen. Finanzierung. Ich denke, Sie verstehen, was ich meine. Ich meine, das ist interessant und ich kann das durchaus in meinen Bericht mit einbringen. Aber also die Bank, die braucht schon konkrete Vertragsangebote. Natürlich. Ja, selbstverständlich. Nur von heute auf morgen geht das nicht. Aber vielleicht können Sie die Bank davon überzeugen, dass es grundsätzlich die Möglichkeit gibt. Vielleicht. Versprechen kann ich natürlich nichts. Ich muss auch erst mal mit meiner Beurteilung vor Ort durch sein. Und dann sehen wir weiter. Sagen Sie, kennen wir uns nicht irgendwoher? Oh, das war knapp. Ob Sie uns glaubt? Keine Ahnung. Aber wir haben es wenigstens versucht. Ich danke dir. Kommst du mit zu uns? Gibt sicher was Leckeres zu essen. Chinesisch? Nee, danke. Ich habe schon eine Verabredung. Oh, tut sich was bei dir? Welche denn, hä? Na komm, ihr kannst es doch sagen. Wo trefft ihr euch? Bei ihr? Bei dir? Im Internet. Im Internet? Das ist nicht dein Ernst. Warum trefft ihr euch nicht richtig? Es geht nicht. Sie denkt, ich bin eine Frau. Ja, ist ein Missverständnis. Mein Chatname ist Fings. Der ist Fings. Sie hat geglaubt, die ist Fings. Ja, und du hast sie nicht aufgeklärt? Ja, wie denn? Die hat mir gleich beim ersten Mal so offen ihr Herz ausgeschüttet, dass wir auf Anhieb beste Freundinnen wurden. Und ehrlich gesagt... Oh, das war knapp. Ob sie uns glaubt? Keine Ahnung. Aber wir haben es wenigstens versucht.
danke. Kommst du mit zu uns? Gibt sicher was Leckeres zu essen. Chinesisch? Nee, danke. Ich habe schon eine Verabredung. Oh, tut sich was bei dir? Welche denn, ne? Na komm, mir kannst du es doch sagen. Wo trefft ihr euch? Bei ihr? Bei dir? Im Internet. Im Internet? Ist nicht dein Ernst. Warum trefft ihr euch nicht richtig? Es geht nicht. Sie denkt, ich bin eine Frau. Ja, ist ein Missverständnis. Mein Chatname ist Fings. Der ist Fings. Sie hat geglaubt, die ist Fings. Ja, und du hast sie nicht aufgeklärt? Ja, wie denn? Die hat mir gleich beim ersten Mal so offen ihr Herz ausgeschüttet, dass wir auf Anhieb beste Freundinnen wurden. Und ehrlich gesagt, als Frau bin ich bei ihr ein besserer Mann, als ich es jemals bei anderen Frauen als Mann war. Du wirst mir langsam unheimlich. Vertrauen ist für mich gerade die Herausforderung, besonders was Männer angeht. Verständlich. Männer ticken einfach anders. Eigentlich habe ich immer ein ganz gutes Bauchgefühl gehabt, was das angeht. Aber zurzeit habe ich es beruflich mit einem Exemplar dieser Spezies zu tun, das mich ratlos macht. Ich fühle mich abgestoßen. Ich fühle mich abgestoßen und angezogen zugleich. Privat möchte ich vertrauen. Beruflich gehen alle Warnlampen an. Wahrscheinlich sind das einfach die Hormone. Was meinst du? Kannst du gut vertrauen? Nimm mal das Fliegen, das ich anders als du so liebe. Um über den Wolken zu schweben, brauche ich Vertrauen in die Flügel, weil ich die Luft, die sie trägt, ja nicht sehen kann. So wie in der Liebe. Sehr poetisch. Ja. Sowas kann eben nur eine Frau schreiben. Und die Flügel? Und die Flügel stehen für Vertrauen? Und über dieses Vertrauen kann man etwas beim Fliegen lernen? Tja, so ungefähr ist es ja. Mit den Flügeln ist nicht wirklich dem Zufall überlassen. Ich kenne meine eigenen Flügel sehr gut und deshalb vertraue ich mir in der Luft und in der Liebe. Aber wenn du schon so weit bist mit den Flügeln, wie kommt es denn, dass du noch keinen tollen Mann an deiner Seite hast? Tja, wie kommt das wohl? Finch? Jetzt machen Sie sich keine Sorgen. Verkneifen. Ich stehe nämlich eher auf Streicher. Nein. Da. Für ein Laien ist eine Zertifizierung am ehesten mit einer TÜV-Plakette zu vergleichen, die ein Flugzeug braucht, um zugelassen zu werden. Kostet ziemlich viel Geld. Weiß in der Fliegerei jedes Kind. Danke. Bitte. Kann ich sonst irgendwie behilflich sein? Oh ja, das können Sie. Ich brauche sämtlich technische Akten im Büro, zwar sofort. Jawohl. Sind Sie eigentlich auf dem Kriegspfad? Wieso? Sie haben Farbe im Gesicht. Darf ich? Ja. Ich trete Ihnen schon nicht zu nahe. Komm. Ja. Waschraum für Damen ist über den Hof. Zufrieden? Technische Entwicklung der letzten 30 Jahre. Unser Kollektiv ist echt enorm. Was soll denn das ganze Gerümpel auf meinem Arbeitsplatz? Moment mal, Sie wollten doch sämtliche technischen Unterlagen. Komm, Sie wissen doch ganz genau, wie das gemeint war. 30 Jahre, das ist ja wohl ein Witz. Die Konstruktion unserer Segelflugzeuge baut sich sogar über fast 50 Jahre auf. Da war ich noch sehr gnädig mit Ihnen. Ich habe den Auftrag von Ihrer Mutter für die Bank, eine Bewertung Ihrer Firma zu erstellen. Fällt diese schlecht aus, wird die Bank den Kredit nicht verlängern und das bedeutet das Ende für Belling. Also, wenn ich Ihrer Firma helfen soll, dann brauche ich Ihre Kooperation. Sie stecken doch mit der Bank unter einer Decke. Und am liebsten würden Sie mir persönlich auch noch eins auswischen. Wegen der Sache im Café? Ach ja. Ja, zum Beispiel. Ganz ehrlich, nein. Aber ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn Sie sich dafür entschuldigt hätten. Wenn, dann müssten Sie sich bei mir entschuldigen. Sie haben nämlich im Café den Falschen beschimpft. Sehen Sie, das ist genau das, was ich nicht leiden kann. Feige und verlogen. Nein, im Ernst. Ich könnte mich höchstens dafür entschuldigen, dass mein Hund Ihrem hübschen Hintern zu nahe gekommen ist. Obwohl er damit ausgesprochen guten Geschmack bewiesen hat. Sie
haben gerade so gar keinen Humor. Hm? Okay, lassen Sie uns einfach vernünftig miteinander arbeiten. Gut? Nicht nötig. Ab morgen übernimmt meine Kollegin Frau Glöckner. Spaß mit Zusammenarbeit mit Thomas Belling. Mann, ich kann doch unmöglich mit Thomas Belling zusammenarbeiten nach allem, was passiert ist. Nur weil es mit Wolfgang schiefgegangen ist, heißt es doch noch lange nicht, dass es mit anderen Männern genauso läuft. Wenn mir das passieren würde, ich riskiere es einfach. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und du, Rosalie, die Firma? Unsere Firma stelle ich auch eine Zeit lang alleine. Schon vergessen, du hast was gut bei mir. Und ich... Ich werde dir Mails schreiben, so richtig schön von Frau zu Frau. Hahaha. Guck mal. Sehr schön, aber eigentlich heißt es ja, ich dich auch. Oh. Oh. Deine Mutter hat mir ein Angebot gemacht, Belling betreffend. Ja, ich weiß. Mir auch. Und, wirst du annehmen? Du? Unter einer Bedingung. Und, die wäre? Dass du dir von mir das Fliegen beibringen lässt. Ich überleg's mir. Wenn du das überlegst, bin ich weg. Belling, ist dir das völlig egal? Man muss Prioritäten setzen. Und meine liegen bei einer schönen Frau, die es ohne meine Hilfe niemals in diesen Flieger geschafft hätte. Sag mal, da abends im Reiterhof, was ist da eigentlich wirklich passiert? Nichts. Gar nichts? Nein, gar nichts. Ich meine, da war eine ganze Menge. Ganz viel Zuneigung, Zärtlichkeit, Nähe. Du hast dich an mich geschmiegt und bist voller Vertrauen in meinen Arm eingeschlafen. Hast ein bisschen geschnarcht? Nein, nein. Das war das Schönste, was ich seit Jahren erlebt habe. Und dann? Dann haben wir noch ein paar wirklich schöne Dinge vor uns. Na, meine Süße? Nicht traurig sein, du hast ja uns. Das ist aber sehr lieb. So, jetzt schnell ins Auto. Du musst zur Schule und wir ins Büro. Aber heute Abend schlafe ich bei Maja, ja? Na klar. Du hast es versprochen. Versprochen ist versprochen. Okay. Hier ist die Post. Okay. Machst du uns einen Kaffee? Ja, klar. Morgen. Morgen. Hier sind die Unterlagen von Belling. Bitte schön. Oh, shit. Ich habe den Termin völlig vergessen. Morgen. Meine Mutter ist mal wieder frisch verliebt. Ja, und? Sie braucht ein bisschen mehr Zeit für sich und Rosalie kann heute Mittag nicht zu ihr. Ich habe Rosalie versprochen, heute Nachmittag mit ihr in den Zoo zu gehen. Verschiebe ich den Termin um ein, zwei Tage bei Belling? Das können wir uns nicht leisten. Also, ich weiß
weiß über das Unternehmen nur, dass es Segelflugzeuge baut und sich eine weitere Frist bei der Bank nicht erlauben kann. Das ist Familienbetrieb. Mhm. Verkaufszahlen gehen seit 2 Jahren runter. Und, wann ist der Termin? Übernächsten Montag. Das Unternehmen liegt bei irgendeinem Nest in der Rhön. Na toll, ausgerechnet heute ist mein Auto in der Werkstatt. Du kannst gerne meins haben. Ich nehme einen Bus. Bist ein Schatz. Post von Sphinx. Und? Hat meine Umarmung genützt? Und wie? War aber trotzdem fast das Schlimmste, was ich erlebt habe. Nur Fliegen ist schlimmer. Ist schlimmer. Haha, dazu müsstest du es erstmal ausprobieren. Niemals. Nur über meine Leiche. Weißt du, eigentlich ist es gut, dass es endlich vorbei ist. Wolfgang und ich waren ein wirklich miserables Paar. Kaum noch Gespräche, keine Zärtlichkeiten, von Sex ganz zu schweigen. Dann sei doch froh. Bin ich aber nicht. Na vor. Seit wann hat Parkplatzklau was mit Kindern zu tun? Spätestens seit Kinder in Deutschland Mangelware sind. Los, Kampfi, komm. Und? Entschuldigung, dürfte ich mal bitte? Ja, klar. Okay, lassen Sie uns einfach vernünftig miteinander arbeiten. Gut? Nicht nötig. Ab morgen übernimmt meine Kollegin Frau Glöckner. Spaß mit dem alten Leo. Ja. Je Olla, je Dollar. Ja. Jens. Ja, Thomas. Schön, dich zu sehen, ne? Wie geht's dir? Ja. Jens? Ihr kennt euch ja noch, oder? Na klar, wie lange ist das her? Ja, bestimmt 10 Jahre. Sag mal, ist das deine neueste Entwicklung? Sieht ja super aus. Ja, das ist meine Belling Light. Aber eben nur der Prototyp. Ohne Zertifizierung. Als vor 3 Jahren die Verkaufszahlen runtergingen, hat Mutter Angst bekommen und sich gegen das Projekt entschieden. 5 Jahre Arbeit umsonst. Ja, und sag mal, warum verkaufst du Leo nicht? Der Oldtimer bringt Minimum 50.000 und damit könntest du die Zertifizierung bezahlen. Ja. Das schon, aber Leo verkaufen, das bringe ich nicht übers Herz. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie du zusammen mit deinem Vater Leo lackiert hast. Sag mal, wie alt warst du damals? 8? 10 ist meiner Sommer an dem Papa abgestürzt ist. Sag mal, was ist, wenn du es ohne Henriette durchziehst? Was? Mit deiner Belling Light. Ja, wie denn? Ich... Ich leide die 50.000. Oh, wie wär's mit halber halbe? Ich steig mit 25.000 ein und bin euer stiller Teilhaber. Und dann erobern wir den Markt der Zukunft. Asien. Ihr seid verrückt. Zwei, wir machen uns jetzt einen richtig schönen Abend, ja? Hm? Maja, gut, dass du schon da bist. Du, ich muss mich ganz schnell umziehen. Meine Mutter, sie will mir heute ihren neuen vorstellen.
Ich muss mit dir reden. Später. Meine Mutter wollte mich sprechen? Mit Pauken und Trompeten. Ich meine, sie ist etwas nervös. Der Herr Herder hat sich vorhin verabschiedet und das muss ihr seelisches Gleichgewicht. Schon gut, Elsa. Wir werden es gleich wissen. Das ist keine Privatangelegenheit. Sie sollte Frau Kupfer ihrer Arbeit gewidmet sein und nicht mit ihr rumknutschen. Das ist nicht nur peinlich, das ist in höchstem Maße unseriös. Mutter, es reicht jetzt. Vielleicht könntest du deine amorösen Abenteuer in Zukunft außerhalb der Firma ausleben. Das ist eine gute Idee. Ich werde dir in Zukunft meine Anwesenheit und die damit verbundenen Peinlichkeiten ersparen. Privat wie auch beruflich. Egal wie die Entscheidung der Bank ausfällt. Ich kann auch ohne Belling leben. Und was Maya Vogt betrifft, das ist kein Abenteuer. Ich liebe sie. Ob dir das nun passt oder nicht. Der Junior und die Frau Vogt? Das ist aber schön. Es ist alles andere als schön. Was mache ich bloß falsch, Elsa? Alle verlassen mich plötzlich. Erst Jens, jetzt Thomas. Es wird nicht so heiß gekocht wie getrunken. Chefin, der Thomas kriegt sie schon wieder ein. Der Herr Hader hat auch gesagt, er kommt bald wieder. So einen schönen Blumenstrauß hat er ihnen gebracht. Afrika, Jens lädt mich ein. Vielleicht sollte ich es machen wie Thomas und alles hinschmeißen. Und fertig. Der absolute Super-GAU. Super-GAU. Ich habe mich verliebt. Ich habe mich verliebt. Und wie? So richtig mit Herzklopfen und Hummeln im Bauch. Und rate mal in wen. Wir uns ja nicht vernichten. Sie muss uns nur sozusagen bewerten. Das verlangen die Banken seit einiger Zeit, ist aber kein Grund zur Panik. Belling und damit Sie sind wichtig für die Region. Uns kann man nicht einfach wegrationalisieren. Die Leute sind beunruhigt, weil ich hier bin. Tja, wie weit sind Sie denn mit Ihrer Analyse? Können Sie schon etwas über das Ergebnis sagen? Noch nicht abschließend. Der alte Leo. Mein Sohn Thomas hat auf ihn das Fliegen gelernt. Wir könnten Leo verkaufen, das würde an die 50.000 bringen. Thomas wird mich dafür umbringen, aber solange es hilft, Belling zu erhalten. Naja, also der Bank geht es eigentlich weniger um ihre momentane Liquidität als um neue Perspektiven. Aber ihr Sohn hat mir gestern von einem möglichen Investor erzählt. Ich meine, wenn ich der Bank das glaubhaft vermitteln kann, dann wäre das nicht schlecht. Investor? Mhm. Ah, ja, natürlich. Aber von dieser Idee halte ich gar nichts. Belling muss autonom bleiben. Thomas ist der technische Leiter der Firma und bestimmt ein begabter Konstrukteur. Aber über die Geschäftspolitik bestimme immer noch ich. Was machst du? Schön, dass du dich meldest. Bin gerade beim Abendessen. Was für ein Zufall will auch gerade essen.
Pizzahawaii ist nicht so dein Ding, was? Ja, in der Pampa gab es um die Uhrzeit nur noch Pizza Hawaii. Und bei dir? Ich gehe da mal, Herr Belling. Vergessen Sie nicht, Frau Vogt Bescheid zu geben, bevor Sie absperren. Sonst muss die Arme hier nächtige. Ja, ja. Ach, Elsa. Ja? Haben Sie der Frau Vogt auch eine Pizza gebracht? Natürlich. Sonst noch etwas? Hawaii? Na klar, wie immer nach 20 Uhr. Dann hat der Giovanni schon weggeräumt und man muss nehmen, was übrig ist. Stimmt was nicht mit der Pizza? Doch, doch. Alles bestens. Danke. Gute Nacht, Elsa. Hi, Gude. Was meinst du? Kannst du gut vertrauen? Kommt ganz drauf an. Nimm mal das Fliegen, das ich anders als du so liebe. Um über den Wolken zu schweben, brauche ich Vertrauen in die Flügel, weil ich die Luft, die sie trägt, ja nicht sehen kann, so wie in der Liebe. Sehr poetisch. Ja. Sowas kann eben nur eine Frau schreiben. Und die Flügel? Und die Flügel stehen für Vertrauen? Und über dieses Vertrauen kann man etwas beim Fliegen lernen? Tja, so ungefähr ist es ja. Aber das mit den Flügeln ist nicht wirklich dem Zufall überlassen. Ich kenne meine eigenen Flügel sehr gut und deshalb vertraue ich mir in der Luft und in der Liebe. Aber wenn du schon so weit bist mit den Flügeln, wie kommt es dann, dass du noch keinen tollen Mann an deiner Seite hast? Tja, wie kommt das wohl? Finch? Jetzt machen Sie sich keine Sorgen. Frau Vogt will uns ja nicht vernichten. Sie muss uns nur sozusagen bewerten. Das verlangen die Banken seit einiger Zeit, ist aber kein Grund zur Panik. Belling und damit Sie sind wichtig für die Region. Uns kann man nicht einfach wegrationalisieren. Beunruhigt, weil ich hier bin. Tja, wie weit sind Sie denn mit Ihrer Analyse? Können Sie schon etwas über das Ergebnis sagen? Noch nicht abschließend. Der alte Leo. Mein Sohn Thomas hat auf ihn das Fliegen gelernt. Wir könnten Leo verkaufen, das würde an die 50.000 bringen. Thomas wird mich dafür umbringen, aber solange es hilft, Belling zu erhalten. Also der Bank geht es eigentlich weniger um ihre momentane Liquidität als um neue Perspektiven. Aber ihr Sohn hat mir gestern von einem möglichen Investor erzählt. Ich meine, wenn ich der Bank das glaubhaft vermitteln kann, dann wäre das nicht schlecht. Investor? Mhm. Ah, ja, 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 natürlich. Aber von dieser Idee halte ich gar nichts. Belling muss autonom bleiben. Thomas ist der technische Leiter der Firma und bestimmt ein begabter Konstrukteur. Aber über die Geschäftspolitik bestimme immer noch ich. Wenn du schon so weit bist mit den Flügeln, wie kommt es dann, dass du noch keinen tollen Mann an deiner Seite hast? Tja, wie kommt das wohl? Finch, wie kommt das? Jetzt machen Sie sich keine Sorgen. Frau Vogt will uns ja nicht vernichten. Sie muss uns nur sozusagen bewerten. Das verlangen die Banken seit einiger Zeit, ist aber kein Grund zur Panik. Belling und damit Sie sind wichtig für die Region. Uns kann man nicht einfach wegrationalisieren. Die Leute sind beunruhigt, weil ich hier bin. Tja, wie weit sind Sie denn mit Ihrer Analyse? Können Sie schon etwas über das Ergebnis sagen? Noch nicht abschließend. Der alte Leo. Mein Sohn Thomas hat auf ihn das Fliegen gelernt.
Wir könnten Leo verkaufen. Das würde an die 50.000 bringen. Thomas wird mich dafür umbringen, aber solange es hilft, Billing zu erhalten. Naja, also der Bank geht es eigentlich weniger um ihre momentane Liquidität als um neue Perspektiven. Aber ihr Sohn hat mir gestern von einem möglichen Investor erzählt. Ich meine, wenn ich der Bank das glaubhaft vermitteln kann, dann wäre das nicht schlecht. Investor? Mhm. Ah, ja, natürlich. Aber von dieser Idee halte ich gar nichts. Belling muss autonom bleiben. Thomas ist der technische Leiter der Firma und bestimmt ein begabter Konstrukteur. Aber über die Geschäftspolitik bestimme immer noch ich. Was machst du? Schön, dass du dich meldest. Bin gerade beim Abendessen. Was für ein Zufall will auch gerade essen. Pizza Hawaii ist nicht so dein Ding, was? Hier sind. Ich komme irgendwie nicht weiter. Nach dem Vermerk für Zertifizierung steht danach immer ein TB. TB? Thomas Belling. Der Junior hat alle technischen Daten in seinem Büro. Natürlich, wie praktisch. Na gut, und welcher Segelflieger ist diese Belling Classic, von der die ganze Zeit die Rede ist? Hier. Das ist die Belling Classic. Vor 10 Jahren hat sie sämtliche Preise abgeräumt. Unser Junior hat leider nicht so viel Glück gehabt. Salisa hat sich vor 3 Jahren von ihm scheiden lassen, nach 6 Jahren Ehe. Jetzt hat sie schon 2 Kinder, die Lisa. Mit einem Kerl, der nicht so oft in die Luft geht. Ein Fußdoktor. Echte Chlorifäre auf seinem Gebiet. Ich bräuchte dann die Unterlagen aus dem Büro von Herrn Belling. Herr Belling kommt gleich. Ich soll Ihnen schon mal die Unterlage raussuchen. Heute Morgen war meine Scheidung. Oh je, ich weiß genau, wie Sie sich fühlen. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du einen schwierigen Tag hast, dann zieh deine Lieblingsschuhe an. Ach, und jetzt sind sie ruiniert. Bei mir helfen Zitronentrops, aber sauer müssen sie sein. Echt? Naja, man denkt dann ja immer, das war's dann mit der Liebe. Hm? Aus die Maus. Was ist hier los? Ich hab aus Versehen. Ich hol einen Lappen. Hey, Sie haben mir meinen Flügel kaputt gemacht. Wie soll ich mir einen Überblick über die Firma verschaffen, wenn Sie mir alle Akten vorenthalten? Oha. Bitte? Na, und was genau bedeutet Zertifizierung für den Herstellungsprozess? Ach, das wissen Sie nicht. Würde ich sonst fragen? Das erkläre ich Ihnen gerne. Sie müssen auch nicht extra bitte, bitte machen. Aber das Anbellen könnten Sie sich verkneifen. Ich stehe nämlich eher auf Streichel. Nein, da. Für einen Laien ist eine Zertifizierung am ehesten mit einer TÜV-Plakette zu vergleichen, die ein Flugzeug braucht, um zugelassen zu werden. Kostet ziemlich viel Geld. Weiß in der Fliegerei jedes Kind. Sorry, liebste Freundin, dass ich gestern Abend nicht mit dir essen konnte. Aber in der kleinen Pension hier gibt es keinen Internetanschluss. Dafür Pferde.
Und, bist du geritten? Bin ich. Und zwar in ziemlich interessanter Begleitung. Ein Rhön-Cowboy. Der allerdings zu Pferd eine eher komische Figur abgegeben hat, war mit mir reiten. Oder besser, sein Pferd war mit ihm reiten. Sicher hättest du auch deinen Spaß gehabt. Könnte mich jetzt doch kringeln vor Lachen. Aber irgendwie war er auch ganz süß. Bis später, muss arbeiten. Okay. Liebste Freundin, ich bin sehr enttäuscht von dir. Du vertrödelst deine wertvolle Zeit damit, das zu tun, was du schon kannst, reiten. Dabei hättest du jetzt endlich die Chance, deine Angst zu überwinden und zu fliegen. Feigling. Sagen, Frau Vogt, seit Sie hier sind, sind unsere Leute wieder guter Hoffnung. Wirklich? Ja. Ganz egal, wie sich die Konjugation noch verbiegt, mit Ihnen und mir, kriegt die Chefin unsere Firma wieder auf Starchflug. Frauen ans Höhenruder, das sag ich seit Jahren. Feigling? Wie bitte? Herein. Geht's fliegen? Kommen Sie mit. Sie können doch nicht ein Segelflugunternehmen vertreten und kein einziges Mal geflogen sein. Was ist? Trauen Sie sich? Ja. Warum nicht? Hey, ist gut, bleiben Sie ganz ruhig. Wir gehen runter, ja? Ganz ruhig. Überschätzt. Nein, mir tut's leid. Ich hätte Sie beim ersten Mal nicht so überfordern sollen. Geht es oder wollen Sie einen Moment auf die Wiese legen? Ich bin sonst nicht so empfindlich, aber der Kreislauf. Das ist doch ganz normal. Sie sollten sich hinlegen. Kommen Sie, ich bringe Sie in die Pension. Wollen Sie sich noch ein bisschen legen? Ah, nee, danke. Mir geht's schon besser. Ja. Vielleicht ein Glas Wasser? Nein, danke. Es ist alles in Ordnung. Wirklich. Sicher? Ganz sicher. Gut. Dann lasse ich Sie jetzt allein. Rita macht heute ihr Lamm. Ah ja? Heute ist Donnerstag, das ist doch nicht ihr Obsttag, oder? Sag mal, wie alt warst du damals? 8? 10 ist meiner Sommer den Papa abgestürzt ist. Sag mal, was ist, wenn du es ohne Henriette durchziehst? Was? Mit deiner Belling Light. Ja, wie denn? Ich... Ich leide die 50.000. Oh, wie wär's mit halber halbe? Ich steig mit 25.000 ein und bin euer stiller Teilhaber. Und dann erobern wir den Markt der Zukunft. Asien. Ihr seid verrückt. Zwei, wir machen uns jetzt einen richtig schönen Abend, ja? Maja, gut, dass du schon da bist. Du, ich muss mich ganz schnell umziehen. Meine Mutter, sie will mir heute ihren Neuen vorstellen. Ivo? Genau. Ich muss den unbedingt kennenlernen. Nicht, dass es wieder so eine Katastrophe wird. Du weißt, was uns dann blüht? Ja, erinnere mich bloß nicht daran. Sie hat irgendwo einen Tisch bestellt, 6 Gänge. Candlelight Dinner. Das kann dauern. Kannst du vielleicht Rosalie morgen zur Schule bringen? Ich bin auch pünktlich im Büro, ich schwöre. Du bist morgen nicht pünktlich im Büro. Du bist morgen pünktlich bei Belling in der Rhön. Maja, das geht nicht. Ich habe morgen Nachmittag Rosalie. Du weißt doch, wie das mit meiner Mutter ist, bitte. Ja, okay, na gut, dann fahre ich da noch mal hin. Aber dafür bist du mir einen Gefallen schuldig. Einen großen, einen riesengroßen. Ja. Wieso? Ist was passiert? Nein. Die Leute da, die sind irgendwie nur so ein bisschen merkwürdig. Ganz besonders dieser Juniorchef. Ich meine, das ist so ein richtiges Arsch. Ameisenbären-Ekelschwein. Genau. Oh,
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann? Leben sie noch heute. Genau. Sicher, deine Freundin Sphinx. Wozu brauchst du eigentlich eine Chatfreundin? Du hast doch mich. Ja, aber du bist meine kleine Freundin. Und ich brauche dann auch noch eine große Freundin, mit der ich über Probleme reden kann. Zum Beispiel über Probleme mit Männern. Und Mama? Naja, weißt du, dass die Mama unheimlich viel arbeiten muss. Und dann hat die Mama dich und die Oma. Die Oma, die hat keine Probleme mit Männern. Meinst du? Sie hat immer neue. Stimmt, gleich wieder da. Ich bin fix und fertig heute. Irgendwie völlig... Ja, und ich mache das öfter. Rodeo, das ist unser Ding. Herr Belling? Herr Belling? Herr Belling? Herr Belling? Ist alles in Ordnung? Hören Sie mich? Hallo, Herr Belling, aufwachen! Herr Belling! Mann, das ist nicht komisch, ja? Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Das fühlt sich gut an. Was, vom Pferd zu fallen? Nein. Wenn Sie sich Sorgen um mich machen. Sie haben mir meinen Ausritt verdorben. Ich habe was gut bei Ihnen. Sie haben mich doch vorhin gefragt, ob es was gibt, was mir wirklich wichtig ist. Ja, und? Rosalie, die Tochter meiner Freundin Jessica, sie ist 8. Ich kenne sie seit ihrer Geburt, sie ist ganz oft bei mir. Wir wohnen im gleichen Haus. Ja, seit ihrer Scheidung, ne? Woher wissen Sie das? Das habe ich vermutet. Ich bin ja selber auch geschieden und da entwickelt man ein Gespür dafür. Und? Haben Sie Kinder? Nein, leider. Aber so wie ich lebe. Ich denke, Sie wären bestimmt ein ganz guter Vater. Also kann ich mir ganz gut vorstellen. Ach, tut mir leid. Ihr Privatleben geht mich ja gar nichts an. Doch. Nein, ich will. Ich meine, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich versuche, die wirklich sehr unterschiedlichen Seiten von Ihnen unter einen Hut zu kriegen. Finch, wollen wir mal gucken, ob wir Post haben? Sorry, liebste Freundin, dass ich gestern Abend nicht mit dir essen konnte. Aber in der kleinen Pension hier gibt es keinen Internetanschluss. Dafür Pferde. Und, bist du geritten? Bin ich. Und zwar in ziemlich interessanter Begleitung. Ein Rühl ist anderer als nett. Er hat in der Firma überhaupt nichts zu melden, was seinem Selbstbewusstsein allerdings keinen Abbruch tut. Naja, wahrscheinlich reitet er auch noch wie ein junger Gott. Das ist eine gute Nachricht. Danke auch für die schnelle Erledigung. Ja, Sie haben Billing damit sehr geholfen. Danke. Ja? Oh, der Tag fängt ja richtig gut an. Wieso? Na, erstens, weil Sie vor mir stehen. Und zweitens? Und zweitens, weil die Zertifizierung meiner Billing Light erfolgreich abgeschlossen ist. Ehrlich? Das freut mich. Das ist toll. Ich meine, das ist auch gut für die Bewertung. Allerdings, die Sache mit Ihrem Investor, die scheint mir noch ein bisschen unsicher zu sein. Warum so pessimistisch? Ich bin nicht pessimistisch, sondern realistisch. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, Sie haben einfach Angst, mal was zu riskieren. Oder auf Ihr Bauchgefühl zu vertrauen. Das stimmt doch gar nicht. Ich meine,
Natürlich vertraue ich auf mein Bauchgefühl. Was hat das auch damit zu tun? Ich bin hier, um die Firma zu bewerten. Mein Gott, und da geht's nun mal um... Fakten und Zahlen. Ja, genau. Ich weiß, dass Sie ein Top-Mann auf Ihrem Gebiet sind, aber ich bin auch nicht schlecht. Und ich werde Ihnen jetzt mal was ganz Optimistisches sagen. Nur zu. Ich werde der Bank eine Analyse von Belling vorlegen, bei der Sie wahrscheinlich gar keinen Investor brauchen. Ach ja? Ja. Ich meine, versprechen kann ich natürlich nichts, aber optimistisch genug. Ach, Frau Vogt? Ja? Was wollten Sie eigentlich hier? Lassen Sie einfach liegen. Lassen Sie einfach alles liegen. Hm? Der alte Odysseus das noch mitmacht. Der macht noch ganz andere Sachen mit. Hallo, danke. Aber eine kleine technische Aufrüstung würde ihm vielleicht ganz gut tun. Hm? Akustisches Variometer zum Beispiel, überhaupt eine neue Instrumentierung. Hm? Ich bin sicher, dass du den alten Odysseus auf den neuesten technischen Stand bringst. Na, habt ihr Spaß gehabt? Ja. Warum erfahre ich eigentlich als Letzte davon, dass deine Belling Light zertifiziert ist? Und wie willst du das bezahlen? Von mir bekommst du keinen Pfennig. Beruhige dich, Mutter, es ist bezahlt. Und wovon, wenn ich fragen? Stimmt, bin gleich wieder da. Ich bin fix und fertig heute. Irgendwie völlig verkrampft, besonders Männern gegenüber. Entweder fühle ich mich angemacht oder angegriffen. Kennst du das? Ich benehme mich wie die letzte Zicke und hasse mich dafür. Mit dir. Überleg mal, was du heute schon hinter dir hast. Du bist wunderbar, so wie du bist. Es ist alles immer eine Sache der Perspektive. Das Leben ist absurd. Nimm es mit Humor. Komisch. So was Ähnliches hat mir heute schon mal jemand gesagt. Du tust mir so gut. Vielleicht sollte ich mal wieder was für mich tun. Bin schon ewige Zeit nicht mehr auf einem Pferd gesessen. Dabei reite ich für mein Leben gern. Wenigstens ernähre ich mich. Naja. Wenigstens ernähre ich mich vernünftig. Apropos, was gibt's denn heute bei dir? Du bist die einzige Frau, die ich kenne, die so viel Schrott in sich hineinfrisst und dabei wahrscheinlich noch rank und schlank ist. Neid! Das bringt mich auf eine Idee. Schick doch mal ein Bild von dir. Wenn ich Thomas die Firma vor 5 Jahren übergeben hätte, wäre Belling jetzt nicht in Schwierigkeiten? Das hast du gesagt. Aber du hast es gedacht. Thomas ist ein begabter Junge. Er ist das größte Potenzial von Belling. Also wenn du mich fragst, er hat überall Chancen. Nicht nur bei Mutti. Thomas hat vom Geschäft überhaupt keine Ahnung. Betriebswirtschaft ist für ihn der Horror und er ist unzuverlässig. Also, dass er nicht gleich springt, wenn du pfeifst, heißt noch lange nicht, dass er unzuverlässig ist, liebe Henriette. Sein Vater war genauso ein genialer, leidenschaftlicher Mensch mit einem Herz aus Gold, aber eben leider wirklich nicht geschäftstüchtig. Ich musste hart arbeiten, um wieder guten Aufwind zu bekommen, als ich die Firma übernommen hatte. Ja, aber du hast es geschafft, Chapeau. Und ich bin sicher, dass es dir auch diesmal gelingen wird. Essen war vor 2 Stunden, Thomas. Wir haben nicht auf dich gewartet. Du entschuldigst bitte, ja? Guten Abend. Ich war schon zum Essen verabredet. Tut mir leid. Wenn ich dich schon mal einlade. Danke. Warum ist Frau Vogt heute Hals über Kopf abgefahren? Hast du sie verärgert? Ja, erklär mir das bitte. Kein Berater dieser Welt, auch nicht diese Frau Vogt, wird uns helfen können, wenn wir nicht bald was Neues anbieten. Wir müssen dringend Geld in die Entwicklung stecken. Die Belling Light auf Messen präsentieren, Preise bei Meisterschaften gewinnen. Die momentane Flaute liegt an der allgemeinen Wirtschaft.